Hallo Freunde und herzlich willkommen zur letzten Folge von Timesplitters 2 und Fuck My Life, Alter, es ist 3:54 Uhr, ich bin immer noch nicht schlafen gegangen. Wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt, wisst ihr Bescheid, wie spät das da noch war. Ich bin auch schon fucking müde, aber es wird Zeit, das endlich durchzuziehen. Auf normal. Das Briefing habe ich wieder fast vergessen. Aber es gibt kein Briefing. Oh. Ah. Also habe ich doch nichts vergessen. Letztes Level Space Station im Jahr 2401. Die Gegenwart des Spiels im Grunde. Rein da. Das wird auch wieder Pain in the Ass. Aber es sollte klappen. You made it. Eagle. What? Get the crystals. Rest in peace. Okay. Scheiße, habe ich jetzt die vier Taste gedrückt? Ah, jetzt, okay. Los geht's. Das ist ein Level auf zeitgleich, wenn wir das dann triggern. Geh auf. Oh Gott, oh Gott. Nein, Fliegenfürze. Oh, Mann, oh Mann, ey. Jetzt müssen wir den Selbstzerstörungssystem Dingsbums anmachen. Das Selbstzerstörungssystem anmachen, kein Problem. Ich glaube, ich weiß ungefähr noch, wie das war. Es ist ein bisschen verwirrend, wenn man es nicht genau weiß. Okay. So, los geht's. 6 Minuten, das ist sehr knapp tatsächlich. Auf schwer, ne? Noch knapper. Ja, alles gut. Rüstung nehme ich mit, ich springe direkt runter. Das war richtig, ja. Das war doch nicht richtig, Alter, was? Ah, fuck you. Hangar, das hört sich richtig an. Wie auch immer. Timesplitter haut ab. Aua. Mann, Fliegenfurz. Jetzt kommen diese Wichser. Ach, Mensch. Ihr seid doch nervig. Ich habe euch gehasst. Die ganze Zeit lang. Fliegenfurz, verpiss dich. Lass mich doch in Ruhe. Oh Gott, okay. Dann springe ich halt runter. Auch in Ordnung. In welche Richtung muss ich gehen? Oh, aua. Ne, erstmal die andere. Babysplitter. Rüstung. Raumanzug mitnehmen. So. Die Timesplitter halten einiges aus. Das ist ganz schön gefährlich. Okay, wir haben alles noch unter Kontrolle. Alles gut. Okay, alles gut. Es läuft, es läuft. Es läuft, Leute. Es läuft. Oh Gott. Noch ein Geschütz, ja. Geht weg. Scheiß Babysplitters. 4 Minuten. Shoot down the incoming Timesplitter Ships. Die sollten auch vielleicht auch mal die Ziele angucken. Ja. Shoot down Timesplitter incoming, bla bla. 20 mal. 20 Leute sind das. Genau gesagt. Escape from the Space Station. Ja, okay, kriegen wir hin. Denk nicht mal dran, Babysplitter. Die Mucke ist so Hammer, Alter. An der geilsten Soundtracks auch wieder. So, jetzt wird noch zum letzten Mal geballert. Lebenstechnisch super. Haben wir bis jetzt ganz gut überstanden. Jetzt beeilen wir uns damit. Wo sind sie? Okay. Da läuft doch. Ja, wo sind sie? Ah, da. Perfekt. Okay, bis jetzt geht's.
3 Minuten. Okay. Ja, ja, alles gut. Die Zeit müssen wir uns nehmen. Okay, perfekt. Die was? Achso, dachte schon, hä? Habe ich das gerade aufgehoben vorhin? Ich weiß es nicht mehr, Alter. Ich bin verwirrt. Okay, lass mich. Es ist spät. Benutzern, es ist jetzt 3:59. Scheiße, Mann. Aua! Ich habe vergessen, dass den Timesplitter spawnt. Das ist ganz schön frech. Alter, Junge. Chill! Okay. Affe, ey. Ja, das ist ein bisschen fies, muss ich sagen. Alter! Übertreib komplett, Leute. Oh Mann, ey. So, Gatling, jetzt geht's los, Leute. So. Lasst mich in Ruhe. Ihr seid fucking nervig, wisst ihr das? Ihr ging mir so auf den Sack, Alter, im gesamten Display, ne? Ihr ginkt mir am Sack? Nee. Ja, wie auch immer. Mein Deutsch ist eh extrem schlecht, also. Ich kann ihm wirklich gar keine Sprache richtig gut machen. Ah, Mann. Geht weg. Willst du mal kommen, oder? Uah. Ah, mein Ding juckt. Ah. Willst du mal herkommen? Komm. Komm. Los, gib Gas, bitte. Wir haben es fast geschafft. Eine Minute noch. Ich glaube, schwer hätten wir verloren. Weil da sind, glaube ich, nur 5 Minuten. Wir haben es, Leute. Wir haben es geschafft. We did it. Komm. Komm schon. Wir sind so knapp davor. Eieiei, du. Ja. Verpisst euch. Da ist das Schiff. Wir sind weg. Tschüss. Oh, ja. Das war's. Das war's. Yes. Ah, Traum. Jetzt genießen wir erstmal die letzte Cutscene nochmal, bevor die Credits kommen. Nein, Traum. GG, Alter, gutes Spiel schon mal, sage ich jetzt schon. Hammer. Ah, super, ey. Und challenging auch noch. Ja, das war's. Kurz und knackig. Eieiei. Das war. Ist wirklich schon auf normal extrem challenging. Das auf hart werde ich niemals durchspielen. Ich glaube, ich werde das nicht schaffen. So. Man kann es ja, wenn ich irgendwann mal Livestream sollte, kann man das in meinem Livestream spielen oder so. Ist ein saugutes Spiel. Also, ist es so für mich Nostalgie. Aber. Es gibt trotzdem Abzüge wegen Gegner-Spamming und es ist, weil es auch teilweise einfach unfair, finde ich, ist. Deswegen sind 2 Punkte schon mal weg. Und die Arcade League, die man auch spielen kann, ist in der Elite auch schwer. Ist eigentlich auch übertrieben schwer. So, für einen normalen Spieler, nee, das ist nix. Zumindest die auf Hard und die Arcade League halt. Deswegen eine sehr gesunde 7,5 von 10 auf jeden Fall. Sehr gutes Spiel. Ich würde auch eher 8 geben. Also rein von Story her 8 von 10. Im dritten Teil, vielleicht spiele ich das danach. Wenn ihr wollt. Wie auch immer. Werde ich wahrscheinlich machen. Nur von der Story her 8 von 10. Insgesamt 7,5 von 10. Einfach weil es. Das ist frustrierend mit den ganzen Gegnergespamme. Leider. Das ist halt das einzige Problem.
Ich bin raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Let's Play. Mal gucken, was in Zukunft noch so abgehen wird. Ich mal schauen. Ich habe Bock auf verschiedene Games, Alter. Na gut, ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Let's Play-Projekt. Ich lasse die Scheiße noch durchlaufen. Ja, wir sehen uns einfach im nächsten Let's Play. Ciao, ciao.